Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sacred, zweiter Part. Wir waren stehen geblieben, als wir gerade in Silberbach angekommen sind. Wir setzen unsere Reise fort und ich habe beschlossen, dass wir heute mal ein bisschen auf Training gehen. Und zwar möchte ich mit euch von Silberbach gerne ein paar Quests machen und anschließend nach, ich glaube Heckenheim nennt sich das, Heckenheim oder Reckendorf. Ich glaube Reckendorf sogar. Werden wir aber gleich sehen. Weitergehen, noch nicht nach Porto Vallum, weil wie gesagt, heute soll einfach bloß das Training anstehen. So, wir waren stehen geblieben beim Kompendium der Weisheit. Da möchte ich euch zeigen, was es bringt, den Kombomeister freigeschaltet zu haben. Und zwar nehmen wir hierzu einfach mal ein paar Runen. Zum Beispiel die 4. Gehen zum Kombomeister hin und können hier Runen eintauschen. So, hier haben wir die Möglichkeit, 2 bis 4 Runen einzutauschen. Bei 2 Runen wird uns eine zufällige Rune aller Charakterklassen zugelost. Macht keinen Sinn, das zu machen. Hier bei 3 Runen, die wir tauschen gegen eine, wird uns eine Rune wahlweise aus unserer Charakterklasse zugeteilt. Und wir können aber nicht beeinflussen, welche das ist. Lohnt sich eigentlich beim Charakter, der jetzt nicht so viele Fähigkeiten hat und man genau weiß, dass man quasi in dem, was man da kriegen möchte, will, alles verwenden kann. Und dann gibt es noch die 4. Methode, oder die, besser gesagt die 3. Methode, 4:1 Tausch. Und hier würden wir quasi für 4 Runen und im Batzen Gold 2000 uns eine Rune nach Wahl aussuchen können. Das hierzu. Listige, naja, vermeintlich listige Spieler könnten es jetzt wie folgt machen. Hier zum Beispiel ein Singleplayer, wo man abspeichern kann. Wir gehen zum Kombomeister, speichern ab, legen 3 rein, gucken, was kommt. Und wenn es nicht passt, wird neu gestartet und das der gleiche Vorgang wiederholt. Ein ziemlich simpler Trick. Kann man machen, wenn man viel Zeit und viel Langeweile hat. Sag ich mal. Und ich sehe gerade und habe festgestellt, letztes Mal war die Soundqualität ein bisschen laut. Man hat meine Stimme nicht so doll gehört und das möchte ich ganz gerne jetzt mal noch ein bisschen korrigieren. So, wir haben ja dann noch ein Schild bekommen. Den legen wir auch gleich an. Und gehen noch kurz zum Händler. So, den kann man verkaufen. Den kann man verkaufen. Wir haben Handschuhe zum Schmieden. Und. Alles so tolle Sachen. Aber noch nichts passendes zum Bein. Naja, wir suchen uns lieber die Sachen erstmal selber zusammen. So, Stufe 2 hatten wir gehabt. 53 Schaden. Wird sich demnächst ein bisschen ändern. So, wir gehen jetzt erstmal auf Quest-Tour. Einmal hier, die beiden hier, die nach Porto Vallum wollen. Wollen wir zwar auch. Mache ich jetzt aber nicht. Denn wenn die beiden Viecher sterben würden, dann wäre quasi der ganze Quest dorthin und nach Silberbach lauern jede Menge Goblins und jede Menge Orks und die können wir in unserer momentanen Verfassung einfach nicht durchbringen. Die würden sonst umgebracht werden. So, aber den hier können wir machen. Graf Markus von Silberbach sucht nichts weiter als seine Tochter, nichts leichter als das. So, was haben wir denn hier noch? Hier sind glaube ich auch noch ein paar. Ja, ja, ein ganz betrunkener Dude, so eine kalme Schatz. Ich bin zu alt und zu krank, alle tot, die ganze Kompanie. Und nur ich und der Soldat, der nie ankam, verfluchte Orks. Ich bin nicht betrunken, das Licht glänzt so sehr, glänzt so sehr.
Ich werde die Aufgabe Auf übernehmen. Deutsch, wir gehen auf Schatzsuche. Wir sind einfach der Karte folgen, den Schatz aufhebeln und bumm, das war's. So, der da. Was ist das für einer? Leutnant Hans Bolo, ja, ne? Dauert sein zu wissen, Hans Solo. Ja, tötet 5 dieser verfluchten Goblin-Schamanen. Nichts weiter als das. Einfach hier hinten hin, wo wir sowieso hingehen wollen. Das verbinde ich mit Training. Hier ist auch noch ein kurzer Zwischenort. Eine Raststätte, wo wir nochmal halten können. Und das werden wir auch gleich nutzen. Um uns auch ein bisschen weiterzuentwickeln. So, der da will nur Pökel. Ja, will einfach nur Fleisch haben, Pökelfleisch. Gibt es hier vorne ein ziemlich simpler Duli-Quest. Nicht von größerer Bedeutung. Also, alle Wildhüter wieder aufgepasst. Jetzt geht es wieder darum, wehrlose Tiere abzuschlachten. Löscht mir nicht einfach um die einen im Level über uns stehen, die anderen im Level unter uns. Habe ich mich schon immer gefragt, aber nie eine Antwort zu gefunden. So, hier steht ein Ackergaul. Den können wir uns gleich klauen. Und hier steht die Adelina. So, Adelina will wieder zurück. Nichts leichter als das. Das Pferd können wir uns auch noch klauen. 140 Geschwindigkeit ist die niedrigste Geschwindigkeit, die man bekommen kann. Um schnellere Pferde zu bekommen, muss man, glaube ich, die Fähigkeit Reiten erlernt haben. Macht überhaupt keinen Sinn, finde ich absolut nutzlos. Wer drauf steht, kann es gerne machen. Im Multiplayer wiederum, wo man den Charakter dann hin exportieren kann, kann man sich alle Reittiere sowieso organisieren, die hier frei rumstehen. Je nachdem, es ist komplett belanglos geworden. Ob man dafür reiten braucht oder nicht. Und dann kann man sich so ein Pferd holen, den Charakter wieder exportieren und dann quasi im neuen Singleplayer dann beispielsweise importieren. Boom, hat man ein Pferd, was schnell ist und die Höchstgeschwindigkeit für so ein Pferd, Standard, ohne Zaumzeug und das alles, liegt glaube ich bei 220, bei 220, ob das eine Einheit ist, keine Ahnung. Boom war noch gedroppt, nicht in Ordnung. So, Kollegas. Goblins, dankbare Gegner. Ich möchte noch ein bisschen warten, so bis wir eine neue Fähigkeit erlernt haben. Und dann bauen wir unseren Charakter mal noch mal ein bisschen hoch. Weil ich auch schon mal gesagt habe, den kompletten Brunnen kann man mal draufklicken und dort findet man immer wieder eine neue Fähigkeit. Einen neuen Trank. Diesmal haben wir sogar einen starken Heiltrank gekriegt. Was auch schon sehr nützlich ist. Hier ist noch ein Boosterständer, gucken wir mal. Ja, dann hat alles oh Gott. Ich die lesen wir auch mal gleich ein. Gehen wir weiter. Das sind ja bald wieder Level ab. Level 10, dann müssten wir, glaube ich, auch die neue Fertigkeit bekommen. Und ich weiß genau, welche das sein wird. Ah, du hast keine Runi gegeben. Schäm dich. Der Wink. Magischer Schaden. Ach, toll. Och, Windei war das. Nichts weiter. Windei. So. Ja, im Sommer. Quest. Darum habe ich den Kampfsprung ja gewählt. Sehr nützlich. Brauchen wir nicht diesen Umweg zu latschen. Was will die? Oh, knapp. Keulenbein. Okay. Pech gehabt. Aber ich bringe ihn auch trotzdem für dich um. Tja. Wenn man heiratet, sollte man immer für eine gute Eskorte sorgen. Das war hier schon immer so. So, und dann gehen wir mal erstmal zum glänzenden Licht.
und dann die verlorene Liebe. Die Schlechterin von Ankaria zieht durch die Lande. Wieder Dunkelheit, die beste Zeit, um zum Erkunden. Ich vermisse ja eigentlich den Minotaurus, der eigentlich hier mal zu sehen ist. Aber scheint so, als ob der heute mal nicht auftaucht. Naja, das Spiel ist leider mal immer wieder vom Wachs versehen. Kann aber passieren, dass wir auch einen Quest nicht abschließen können. Kann man den Charakter nicht ansprechen, geht einfach nicht. Er hat sich einfach dann nicht aktiviert gehabt. Das ist leider bei dem Spiel so, kann unter Umständen mal vorkommen. Wird hoffentlich nicht allzu oft der Fall sein. Und eine Rune. Ist das vielleicht sogar mal eine brauchbare Rune? Nee. Neue Fertigkeit. Nicht Level 10, gut, dann war das wohl Level 12. Also wie gesagt, alles weiß ich jetzt nur auch nicht. Ich hab das Spiel noch nicht mehr angerührt. Doch, das ist viel bessere Sache. Hier, das ist doch schon mal viel besser. Unsere Serra schneller. Bessere Resistenz. Läuft! So, hier, jetzt rein zum Jöldschatz. Ich glaube, Schatz und Silberbach. Müssen wir, glaube ich, ein paar Wölfe für killen und Minotaurus. Bei Minotaurus könnte es sich lohnen, so einen Trank des Mentors einzusetzen, der 50% mehr Erfahrung gibt, weil die droppen immer ganz gut. Mit der Taste W aktivieren wir den Trank des Mentors. Wir stehen hier in unserer dämlichen Ecke. Nicht gut. Nicht gut. Das ist mal der Vorteil, der Nachteil an den Energieblitzen, die so niedrig sind. Die Zeit ist nicht so lange. Und auch die Auszugsgeschwindigkeit der Fähigkeit ist dann auch noch sehr zu wünschen übrig, aber das können wir durch andere Fähigkeiten wieder ausgleichen. Meine Rüstung bietet zu wenig Schutz vor normalen Waffen. Ja, ein Zeichen dafür, dass wir unsere Rüstung mal ein bisschen erwähnen sollen. Aber wie gesagt, fängt doch mal ganz drauf an. Fängt immer davon ab, auch wie viel Schaden die Gegner gerade machen. Oh, es hat uns gerade mal viele Heiltränke verschlissen. So. Und hier die Schatzkiste. Und sammeln wir gleich mal mit einmal ein. Der schöne ganze Batzen Gold. Sind wir ein gutes Stück reicher geworden. 27.000. Na, das ist doch schon mal sehr schön. Auf jeden Fall sollten wir uns erstmal neue Heiltränke horten gehen. Das hat leider gerade sehr viel gekostet. Ich nehme den Vampir-Ruhen. Die nämlich die Fähigkeit haben, das Life Leech, also Gegner, Leben vom Gegner abzuziehen bei verursachten Schaden. Es ist sehr nützlich auch für den Anfang, vor allem auch bei den Energieblitzen. Immer 3% gibt es eine Rune, gibt natürlich auch Items dafür und da lohnt es sich. Oh, da haben wir doch eine Rune. Schauen wir mal, das ist so eine Vampir-Rune. Und da, pro Schlag Gegner verlängert das auch um 3%. Gucken wir mal.
Nee, war hier irgendwo ein Schmied? Hier war auch kein Schmied. Nützt uns leider nichts. Oder wir müssen zurückgehen. Hier! Ein besonderes Grab! Hier die Schlundroter drinne. Ein Zombie. Der uns, wenn wir ihn killen, sein kostbares Schwert gibt. Das ist ein Unique-Schwert. Gibt es quasi in jedem Spiel. Und gerade auch ein magisches Schwert. Also für einen Magier.